Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir den Final Boss Artorias und Innominat auf die Mütze gegeben. Und jetzt sind wir in Renet, weil hier ist ein Ausrufezeichen. Und nicht nur hier, sondern auch im Saxonhafen und vor den imperialischer Thron. Der Imperator erwartet da. Und ja, bin durch die ganze Welt noch mal so gereist, hier hab mal alle Dinge hier abgeklappert und drei Ausrufezeichen habe ich gefunden. Und ja, gucken wir mal, was genau uns hier noch erwartet, so nach dem Durchspielen des Spiels und was wir noch machen können und so. Wir müssen da immer noch Phönix erledigen, aber hier haben wir erstmal einen Katz. Eine Katz, keine Ahnung. Sag mir was, was muss ich machen? Ich bin ziellos gerade. Zunala Boss. Okay. Vorwort des Endes wird vollkommen verblödet sein. Ich sehe es jetzt schon. Ja, okay. Nehmen wir an, einen Boss haben wir jetzt hier. Dann gehen wir zum 6,5, habe ich gesagt, ne? Wo ist er hier? Da gucken wir mal, dieser Part soll eigentlich jetzt nur noch dazu dienen, irgendwie zu gucken, wie weit ich irgendwie trainieren muss oder so. Für optionale Bosse, die ich jetzt wahrscheinlich freischalte. Weil wir müssen ja immer noch Phönix erledigen, der Level 150 ist und den wir immer noch nicht besiegen können. Also ja. Langsam aber sicher werden wir uns dann so heranpirschen, was wir hier noch so, weiß ich nicht, erledigen müssen. Alles klar. Du bist ein Pirat. Gibst du mir eine Insel wieder? Eine Stufe 4 Insel. Es geht. Oder mach mal diesen Part. Bossinsel. Sobald wir da hingehen, verbünden sie sich gegen uns. Weltmeisterschaft. Was? Da bin ich gerade ein bisschen übersteuert. Oh. Lass uns zu einer neuen Verwaltungszone der Klasse 4 gehen. Ich guck mal kurz bei meiner Aufnahme nach, weil das ist doch ganz schön übersteuert gewesen, als ich hier ein bisschen lauter geworden bin. Also ja, ich habe mich doch ein bisschen runtergestellt, so ein, zwei Dinger, und ja, jetzt geht's weiter. Hätte ich auch vielleicht in der oh Gott, du bist aus dem Nichts gekommen. Hätte ich auch in der Aufnahme runterstellen können, aber naja, weiß ich nicht. Das irgendwie meine Aufnahme stören und so, da tue ich lieber die Aufnahme, die ich gerade gemacht habe, die 5 Minuten retten, und ja. Machen wir jetzt weiter. So, das hier ist vor dem imperischen Thron. Ich bin
Ich bin kein Held, ja. Warum? Warum willst du ein Katzenhandtuch haben? Keine Ahnung, warum willst du es denn, wenn du es noch nicht mal weißt? Ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Heiße Quellen, Rokuro halt. Ich wusste es, ich sowas von gewusst. Hier hat noch eine Sache gefehlt, die in fast jedem Tales of Spiel ist. Aber das Schwert ist natürlich noch am Rücken. Okay. Wir sagen, wir machen erstmal, wir gucken erstmal, ob wir das mit den Dings schaffen, mit dem Stufe 4, mit der Stufe 4 Boss-Insel. Dann weiß ich nicht. Ich dachte, vielleicht eine Bonus-Dungeon wird sich irgendwo öffnen. Ich habe irgendwie so einen Verdacht, wo sich eine öffnen könnte, und zwar am Dingens. Am Soundspeicherpunkt, ja. Am empirischen Thron, da ist irgendwie noch so ein Teleporter, mit dem ich nichts machen kann. Ich dachte irgendwie, wenn ich dahin gehe, dann passiert vielleicht was. So, hier wird ein paar mehr Dinger hier, ne? Boah, wir haben den 26.12. übrigens, also fröhliche Weihnachten, Feiertage. Oder wenn ihr nichts feiert, einen schönen Tag. Und ja, so dazu, ne? Oh Gott, wo habe ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt. Ich spreche einfach hier. Jetzt wollte ich einander. Ich wollte einen Spielstand vor dem finalen Boss noch haben. Und zwei nach dem finalen Boss. Irgendwie habe ich mich jetzt selber irgendwie verwirrt mit meiner Speichersache hier. Elite 4. Das, ne? Ja, das ist schon abgeschlossen, ne? Sonst wäre ja kein Bild da, ne? Millionen von Abteil unter in dieser großen Verstecken leben mächtige Dämonenbosse jeder Art. Oh je. Hier ist ja nicht viel. Doch, da ist eine Katastrophe. Hi. Gehe ich überhaupt noch irgendwas? Nee, ne. Warum gehst du denn so weit entfernt von ihr? Der parkt ja voll weit entfernt. Na gut, kriegen wir das hin? Ich hoffe doch, ist noch auf Dings eingestellt, alles Chaos, ja. Wo wir, der letzte Boss kommt am Ende. Oh Gott, Level 22, alles klar. Schlitz. Bitte sagt mir nicht Artorius und die Nominat kommen ja auch noch vor, ne? Dann kriege ich Probleme. Das wäre ein bisschen zu viel. Was ist denn für ein Zauber? Finde ich gar nicht. Mach was. Mach was. Das ist explodiert, aber niemand war da. Was jetzt? Wahrscheinlich jeder einzelne Boss, den wir je bekämpft haben in dem Spiel, ne? Und so eine Wand kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, ne? Schon mit alles so lange her, das Spiel
zieht sich ja jetzt schon seit einem Jahr ungefähr, ne? Ja, ich glaube, ich spiele schon seit einem Jahr, über ein Jahr. Komm schon, das gibt mir keinen 5. Au, 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 oh Gott. 37, die werden wahrscheinlich immer stärker, ne? Oh, und sie haben euch ja hier. Hab gegen das Viecher mal nur gekämpft, als wir irgendwie diesen Käfer gefunden haben, ne? Dessen Abstammung und Art noch immer unbekannt ist. So, Indignation übrigens. Öffne die Tore zur Hölle. Indignation. Oh. Sehr gut. Oh, ich alle verreckt. Geblieben. Schaffen wir schon, ne? Bist du denn? Au. Gott. Boah, trifft doch mich, Mann. Au. Okay. Oh mein Gott. Übrigens auch Screen nicht trainiert oder irgendwie so was, ne? Das glaube ich offensichtlich. Da gab ja nichts zu tun, mein Gott. Belebt mal jemand den wieder, kann jemand wieder beleben? Warte mal, Eisen kann wieder beleben. Warte, das ist der Heilzauber. Ich muss ein bisschen meine Items hier so acht geben. Meine Tränke des Lebens sind zwar noch relativ, zwar noch viele Tränke des Lebens, aber meine Elixiere, die sind ein bisschen wenig. Ich glaube, Eisen, der kommt nicht dazu, ihn wieder zu leben. Konter. Der kontert mein Konter, was soll das? Konter. Mein Gott, ehrlich. Ich komme aus meinem Konter raus und wird getroffen. Was soll das? Sehr gut. Aber wird doch ein bisschen härter, als ich gedacht hätte. Weißt du mal, ganz ruhig hier Dings wieder beleben. Wir sind ja auf Magie auch mal. Wer bist du denn? Gentleman. Da ist dir irgendwas? Nö. Das ist Slenderman. Ich kämpfe hier schon gegen Bosse, gegen die ich noch nicht, weiß ich nicht, antreten sollte. Mein Gott, kann mal jemand Luffy sind wieder beleben, jetzt mal ganz ehrlich. Danke. Das ist doch Slenderman, ey. Boah, die werden immer stärker, ne? 67, bald Level 200 und so, ne? Ja, schon gleich kommen. Wie die aushalten, ey. Und in die Fresse. Schlag, 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 Schlag. Boom. Da hat nicht viel abgezogen, oder? Ihr seid ja anfällig gegen Feuer, ne? Dann da gerade. Soll das Gilgamesch darstellen bei den Statuen? Ebenso viele Arme. Ah, ich habe geblockt, man macht sie jetzt.
Hör auf, die ganze Zeit auszuweichen, Mann. Was ist das? Genau sehen, weil ich krieg die Krise. Na, was seid ihr für Viecher? Zorniges Stachelschwein. Die werden immer stärker, ne? Mein Gott, ist das so ein aggressives, ich weiß nicht, wie man die Dinger nennen. So über die Augen, ihr weiß nicht. Wenn einem die Ader platzt, irgendwie so was ähnliches. Schon, kann ich mal seine Level 3 mich gerade irgendwie anwenden? Ich krieg den nicht so gut hin. Oh ja. Sieht man das auch mal. So bei dem Boden rutscht. Irgendwie habe ich dort Gefühl, das ist beabsichtigt so. Ich wollte sie gerade auswechseln. Weil irgendwie ein Dämon ist oder irgendwie sowas, habe ich so gedacht, das ist vielleicht so beabsichtigt. Oh Gott. Hekaton Chiren, ja, da habe ich mir schon gedacht, dass das vielleicht so heißt, das Viech. Dieses Viech mit den ganz vielen Armen hier aus der Mythologie irgendwie. Welches ich auch nur aus Final Fantasy 13 kenne. Aber mehr weiß ich auch nicht davon. Sucht jetzt gerade nur so in meinen Stübchen hier so nachzudenken. Weiß ich noch mehr davon? Nicht so, ne. Mein Gehirn so, ne. Ja, du bist doof. Du weißt nicht noch mehr. Oh Gott. Oh Gott. So, irgendwas. Erde. Lach, wenn ich das Ding schaffe. Das ist doch bestimmt der letzte Boss, ne? Weil sonst würden die ja nicht irgendwie Statuen von denen irgendwie dahin stellen. Wenn dann noch irgendwas anderes kommt am Ende. Wo ist das? Au, au. Sie hat ja gar nicht so viel. Ah. Au, lass mich doch mal irgendwas machen. Was war schon? Komm ich noch mal zu Indignation? Nee, ne. Ich gehe ganz am Ende zurück. Einer schon weg, cool. Und da war's. War doch ein bisschen einfacher, als ich gedacht hätte. Ich krieg nur Mist. Alle Dämonen wurden besiegt. Krisenmanagement, Adamantinstiefel. Habe ich das nicht alles schon? Wir kriegen keine Erfahrungspunkte, das ist das Schlimmste. Irgendwie nicht. Wir kriegen keine Erfahrungspunkte. Okay. Der Weg ist das Ziel. Noch eine Trophäe.
Viking Adamantin Schief. Fähigkeit gegen Drachen. Okay, das wäre ein bisschen besser gewesen gegen, weiß ich nicht. Ja, vielleicht kommen ja nur Drachen. Ich will es irgendwie ihn geben, aber dann fehlt der Fokus, was ich brauche für seine Dingens, sein Seelenbrecher. Kannst du damit was anfangen? Dein Dings geht ein bisschen runter, aber egal. Dein Artangriff. Gut, haben wir das auch geschafft. Das war easy peasy, breezy. Ich glaube, ich mache dann hier einen Schnitt und wir gucken da mal, was hier noch alles kommt. Mal gucken, wer auf der Normaninsel da aufgetaucht ist, ne? Würde ich sagen. Gut. Irgendwo hin speichern wir gleich. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.